Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen der Veranstalter des HIIG, der Kooperative Berlin und von D-Radio Wissen. Mein Name ist Armin Himmelrath, ich bin Moderator bei D-Radio Wissen und heute auch Moderator des Abends. Und ich darf direkt meine Gäste, Talkgäste sozusagen, zu mir bitten, alle drei, die da sind. Mariana Hilmer, Sebastian Katz und Stefan Lohse. Herzlich willkommen. Ja, wir wollen der Frage nachgehen, wie viel Individualität, wie viel Reisen, wie viel Tourismus steckt eigentlich noch im Unterwegssein, wenn alles, wie du es ja gerade schon beschrieben hast, Martin, wenn alles tatsächlich transparent wird, nachvollziehbar und dann gleichzeitig auch seiner Individualität enthoben. Und dieser Frage nachzugehen, ist eine spannende Frage, dass der Titel nun heißt Worldwide Weg oder Worldwide Weg oder Worldwide Weg, könnte man ja auch draus machen. Müssen wir mal schauen, in welche Richtung von Interpretation wir uns am Ende bewegen. Ich darf euch kurz vorstellen, wer da ist. Mariana Hilmer ist freiberufliche Reisebloggerin und zwar Profi-Reisebloggerin, also eine, die davon leben kann, unter anderem, dass sie übers Reisen schreibt. Also individuell das macht, was nicht mehr individuell ist. Da gehen wir vielleicht gleich noch genauer drauf ein. Sebastian Katz sitzt neben ihr ihrer Linken aus eurer Sicht, ist aus Hannover jetzt, glaube ich, auch gekommen. Ja? Also tatsächlich aus Berlin. Aus Berlin, aber du bist gebürtig aus Hannover, genau. Ja. Und ist einer, der gesagt hat, Mensch, so als Blogger mich durchzuschlagen, ist mir zu wenig. Ich mache eine ganz große Nummer draus. Liegt vielleicht daran, dass er BWL studiert hat. Und hat dann ein Unternehmen gegründet, das heißt Holiday Pirates, eine GmbH, zusammen mit einem Kompagnon. Unter anderem das Portal Urlaubspiraten wird von euch betrieben. Also ihr macht im großen Stil das, was du vielleicht im kleinen Stil machst. Schauen wir mal. Und last but not least in dieser Runde Stefan Lohse, ein Mensch, der sagt, es lohnt sich auch noch Bücher zu schreiben. Und das ist vielleicht ganz besonders an dieser Stelle. Aber wir schauen mal, ob das tatsächlich so ist. Bücher nämlich als Reiseführer und dann zu schauen, was sich mit diesen Büchern tatsächlich noch transportieren lässt. Und ob die überhaupt antreten können gegen das, was im Netz viel schneller, viel transparenter und im Zweifelsfall auch kostenfrei zu haben ist. Das Ganze ist, ihr habt das vielleicht wahrgenommen, eine durchaus sommerliche Veranstaltung. Das hat unter anderem damit zu tun, dass hier zwei sehr warme Scheinwerfer sind. Hier ist aber auch sehr schön dekoriert, urlaubshaft dekoriert. Es sind Strandliegestühle da, die noch nicht benutzt werden bisher. Wir haben eine Menge Urlaubspostkarten, ein paar Fahnen, ein bisschen wie am Strand. Es laufen Urlaubsdias, gute und schlechte, aus YouTube zusammengeklaut. Also es gibt einiges zu sehen und mitzudiskutieren. Und wenn ihr mitdiskutieren wollt, dann seid ihr herzlich eingeladen, das unter dem Hashtag Dicksal zu tun. Der liegt hier unter anderem auf den Stühlen aus, aber man kann das natürlich auch im Stream machen, der jetzt live ja läuft. Und das ist ein weiterer Hinweis. Es sind Kameras im Saal. Wer nicht möchte, dass er gefilmt wird, weil er vielleicht zu Hause erzählt hat, er wäre in Wirklichkeit bei einem Rendezvous und nicht bei einer hochgeistigen Veranstaltung, Diskussionsveranstaltung, der sollte möglichst dann sich nicht an der Diskussion beteiligen, weil es könnte sonst sein, dass er gefilmt wird. Außerdem wird natürlich mitgeschnitten und mitgestreamt. Ja, beginnen wir mit Mariana. Ich hatte eben schon gesagt, du lebst davon, unter anderem, dass du darüber schreibst, ja, was du bei Reisen erlebst oder bestimmte Tipps weitergibst und sowas, machst du nicht letztlich dein eigenes Geschäftsfeld kaputt mit diesem Modell? Nein, also ich würde sagen, ich schreibe ja in erster Linie eigentlich tatsächlich eher über meine Erfahrung als über meine Tipps. Also die Tipps sind zweitrangig. Es ist nicht die Top 10 To-Do-Things in Berlin oder sowas. Also das ist wirklich absolut keine Thematik, sondern es sind Reisegeschichten, es sind Erfahrungen, die ich gemacht habe, es ist die Wahrnehmung, was habe ich erwartet von dem Ort, was hat mich tatsächlich angetroffen. Das heißt, es ist halt auch gar nicht so massentauglich, wie eben so Rankinglisten sind. Und daher würde ich behaupten, nein. Aber ist das nicht eine Illusion, wenn jemand deinen Blog liest und du schreibst, oh Mensch, das war so und so und würdest das ja auch positiv bewerten wahrscheinlich, wenn es positiv war, also meistens, positiv darstellen. Ja, klar. Natürlich hat das doch den Folgeeffekt, dass Leute sagen, Mensch, da fahre ich auch hin, klingt cool. Ja, das hoffe ich natürlich auch, dass sie das dann tun. Aber ich verdiene dabei nichts, weil sie dahin fahren. Also man kann über meine Plattform überhaupt gar nichts buchen. Und vielleicht habe ich noch nicht so ganz die Massenwirkung erreicht, dass es tatsächlich dann so viel Folgen hätte, dass ich sagen würde, oh yes, wie der Lonely Planet oder sowas. Auf einmal ist alles voll damit, weil ich es geschrieben habe.
Auf Massenwirkung setzt ihr aber, Sebastian. Richtig, ja. Genau. Erzähl uns von eurem Geschäftsmodell. Ja, also wir sorgen dafür, dass die Leute dann möglichst günstig dorthin kommen und verdienen halt daran mit, dass die Leute halt günstig dorthin fliegen, günstigen Urlaub verbringen und der trotzdem gut ist. Also es ist quasi eine Win-Win-Situation, richtig. Aber wenn jetzt Mariana zum Beispiel schreibt, da gibt es irgendwo eine coole Insel in der Ägäis, die habe ich entdeckt und da gibt es noch gar nicht so viel und dann sagst du, lese ich, interessant. Buche ich erstmal einen Flieger voll und dann gucken wir? Oder wie? Nee, also wir sind schon spezialisiert so auf den Massentourismus tatsächlich und es muss halt Flüge dorthin geben und erst wenn es eine hohe Verfügbarkeit gibt, dann gibt es auch gute Preise und von daher sind wir nicht so auf Geheimtipps spezialisiert. Aber die sind doch immer ein Verkaufsargument, oder nicht? Dass man sagt, Mensch, wir haben noch den Extra-Kick, den Extra-Tipp, den es anderswo nicht gibt. Ja genau, man kann halt dann vielleicht beschreiben, wie man von dem Ort zu diesem Ort hingelangt, mit Bus oder sonst irgendetwas, aber jetzt wirklich darauf speziell nur dorthin, das würden wir nicht machen, nein. Welche Rolle spielt bei euch das Netz? Ist das nur ein reines Buchungsinstrument oder tatsächlich auch ein unglaublich wichtiger Informationsträger? Sowohl als auch. Also bei uns ist halt, wir sind ja nur online, bei uns gibt's ja, man kann ja bei uns offline nichts buchen, wir haben kein Reisebüro oder ähnliches. Wir leben vom Netz, wir leben vor allen Dingen vom Social Media, die unsere Angebote weitertragen und genau, und ihre Meinung dazu sagen und davon leben wir und nur so können wir halt auch besser werden. Stefan Lohse, ich hatte eben gesagt, du bist Buchautor, unter anderem mit deiner Frau gibst du die Travel-Handbücher heraus. Bist Südostasien-Spezialist, seit Jahrzehnten im Grunde schon. Seit Anfang der 70er. Kurz nach dem Krieg quasi. Ist das, was hier sozusagen passiert und was die beiden ja abbilden, für dich eine Bedrohung? Ich sehe das überhaupt nicht als Bedrohung. Und ich glaube auch, dass weiterhin, also erstmal ist es ja so, dass eine Printausgabe eines Reiseführers nicht unbedingt nur als Printausgabe existiert, das gibt es als EPUB. Das kannst du auf deinem Einladen in dein iPad und genau da kannst du dann zum Beispiel, sind die Links alle, kannst du sofort reingehen, einen Link machen. Und ich sehe das überhaupt nicht als Konkurrenz. Was ich sehe, ist, dass ein Reiseführer natürlich viel mehr strukturiert ist. Das heißt, im Gegensatz zu einem Blog oder sowas. Und dass sich die Reiseführerautoren, bisher war es zumindest immer so, ich habe mich da etwas zurückgezogen jetzt, dass die Reiseführerautoren auch sich ganz bewusst sind, was bringt man eigentlich in so ein Buch rein und was nicht. Das ist ja so ein bisschen das Thema, was hier gerade rauskam. Und da kann ich mich erinnern, da haben wir schon in den 80er Jahren haben wir riesen Diskussionen geführt, ob zum Beispiel dieser Strand, der heute völlig vermarktet ist und zugeklotzt mit irgendwelchen Hotels, ob wir diesen Strand reinbringen sollen in ein Buch. Und dann haben wir es eine Auflage ausgelassen und haben es nicht gemacht. Na, dann war ein anderer Reiseführer drin und dann muss man ihn natürlich auch reinbringen. Aber insgesamt hat ein Reiseführerautor doch eine ganze Menge Einfluss, auch auf die Leute, die mit dem Buch reisen oder mit dem iPad reisen. Und da muss man sich darüber bewusst sein als Autor, dass man da auch eine Verantwortung hat. Gilt das nur für deinen Bereich, für Print oder EPUB oder gilt das im Grunde auch für das, was wir im Bloggen, beim Bloggen so, sehen? Ja. Und ich finde die Blogger, was du auch machst, ich kenne auch andere, das ist schon ganz gut, was die da machen, aber das sind ja rein subjektive Erfahrungen, die man nicht jetzt verwerten kann. Die kann man höchstens, als wenn man einen Reiseplan zum Beispiel, man kann sie schon verwerten als so Antören, zum Antören, das hat die gemacht, aber das ist natürlich unheimlich subjektiv. Und wenn man dann in der Regenzeit irgendwo hinfährt, wo sie da war, wo die Sonne die ganze Zeit war, dann ist die Subjektivität natürlich eine ganz andere. Und das passiert auch immer wieder. Aber das kann auch beim Reiseführer, beim Gedruckten auch passieren. Ja, im Reiseführer steht natürlich genau drin, da sind riesige Abschnitte mit Klimatabellen und da steht drin, wann Reisezeiten sind. Und da steht, wird ja dann auch drinstehen, dass man eben im November bis Januar eben da nicht hinfahren sollte, weil das Meer sehr stürmisch ist, man kann nicht baden gehen und es regnet. Ist ja das passiert, Mariana, dass Leute sich beschwert haben, du hast geschrieben, das war super, war total kacke, als ich da war, Wetter war schlecht, sah ganz anders aus. Gibt es so Feedback? Nee, es gibt eigentlich nur positives Feedback, was mich erreicht. Also dann häufig sind es eher detailliertere Fragen, die dann an mich herantreten. Also dann heißt es, ja, du warst ja da und da, sag mal, kannst du mir irgendwie eine Unterkunft empfehlen, die ich halt nicht aufgeschrieben habe, weil ich, wie gesagt, diese ganzen Tipps und sowas auch für so subjektiv halte, dass ich mich zurückhalte, jetzt ständig eine Unterkunftsempfehlung zu geben. Weil entweder fand ich sie gar nicht so großartig, dass ich sie jetzt tatsächlich allen mitteilen will. Oder ich sage, gut, ich hatte irgendwie tolle Tage da, weil mir hat das Essen geschmeckt, aber das Zimmer war jetzt gar nicht so besonders oder sowas. Also da spielt halt viel rein, wann ich sowas mit aufnehme und wann nicht.
Und deswegen, nein, da hat sich bisher noch keiner beschwert deswegen. Also es war dann häufiger oder sowas, ach, das Hostel, was du empfohlen hast, das ist ja ausgebucht, kennst du noch ein anderes? Und dann denke ich mir so, schau doch in den Reiseführer, da stehen welche drin. Ich war halt nur in dem einen. Ich empfehle halt auch nur das, was ich subjektiv erlebt habe und nicht, was ich aufgrund von Recherche, auch wenn sie vor Ort stattfindet, theoretisch aufnehmen könnte. Aber das ist ja eine spannende Frage. Da meldet sich jemand, hat was bei dir gelesen und sagt, kannst du mir noch genauer was sagen? Mhm. Was machst du dann? Ich antworte tatsächlich. Ja, du kannst ja sagen, fahr selber hin und guck nach, es ist alles so. Ja, also ich antworte dann zumindest, okay, tut mir leid, nein, ich kenne nur das Hostel. Oder vielleicht weiß ich tatsächlich noch mehr, was nicht auf dem Blog zu finden ist. Und dann antworte ich. Ja. Du siehst nicht die Gefahr, dass dann irgendwer kommt und das oder ja, dich fragt, die Informationen weiternimmt, auf irgendein Bewertungsportal draufklatscht und sagt, die berühmte Mariana Hilmer hat mir aber empfohlen, dass. Nee, darauf bin ich noch nicht gekommen, um ehrlich zu sein. Naja, also die Kette geht ja weiter, der ja. Informationen. Mhm. Also du spielst ja schon damit, dass das möglicherweise doch weitergetragen wird. Ja, klar, aber ich habe es zumindest so noch nicht erlebt. Oder ist es noch nicht an mich herangetreten, zurück. Kommend quasi, dass ich gesehen habe, oh mein Gott, das ist jetzt quasi auf einem riesigen Portal gelandet. Das war so gar nicht meine Absicht und sind auch gar nicht direkt meine Worte. Wenn du, Sebastian, dir solche ja, Blogs anguckst, vielleicht auch Bewertungsportale, wie wichtig sind die für euch bei der Entscheidung, was ihr in euer Angebot aufnehmt und was nicht? Die sind schon wichtig, weil das sind ja Meinungsführer und wie du schon eingangs gesagt hast, andere Leute holen sich dort ihre Meinung ein und dementsprechend schauen wir dort auch und lesen uns ein und versuchen das auch weiterzugeben, beziehungsweise auch stehen wir in Beziehung mit einigen Reisebloggern und die wiederum berichten über uns, wir berichten über die und ja. Wie sehen diese Beziehungen aus? Ja, indem quasi wir Gastbeiträge von Bloggern bei uns zulassen, wo die dann wieder mehr Leser bekommen und andersrum. Und das merkt ihr sozusagen auch im Buchungsverhalten, wenn dann so Bewertungs, weiß nicht, habt ihr ja drunter zum Teil, genau. Also Bewertungsmöglichkeiten, wenn die gut sind, pusht das die Buchung oder? Nein, also das ist wirklich nur, dass wir unseren Usern einen Mehrwert bieten wollen, indem wir solche Informationen drauf. Aber das ist doch dann nur eine Spielerei, wenn das sozusagen nichts weiter bewirkt. Ja, wir wollen tatsächlich unseren Usern wirklich einfach nur diesen Mehrwert geben und dadurch wird es ja erst ein Portal und nicht nur ein Blog, in dem wir halt diese verschiedenen Sachen drin haben. Ja. Würdest du Informationen auf diese Art teilen und auch bewerten? Ich würde das schon auch machen. Ich mache das auch. Ich mache das auch bei TripAdvisor, weil gerade TripAdvisor, ich schreibe aber nur die Negativen rein. Ach, das ist ja interessant. Das ist kein Witz, weil ich finde, manchmal werden eigentlich bestimmte Hotels oder Restaurants einfach so positiv bewertet. Ich weiß auch, wie die Bewertungen manchmal entstehen. Ganz konkret, ich war jetzt gerade in Irland. Wir haben ein B&B gebucht in Dublin, was sehr schön ist, stand auch in TripAdvisor drin. Und ich kriege jetzt jede Woche eine Mail, ich soll endlich bei TripAdvisor dieses B&B bewerten. Ja, und das machen dann wahrscheinlich viele Leute. Es wird natürlich sehr positiv bewertet. Also so toll war es nicht, dass ich es jetzt unbedingt positiv bewerten würde. Es war sehr angenehm. Aber wenn man wirklich richtig reinfällt aufgrund einer Bewertung, dann finde ich, es ist Zeit, dass man dazu was sagt. Denn es ist ja auch so, dass diese Bewertungen nicht unbedingt immer objektiv sind, sondern die hängen ja daran auch, in welcher Verfassung derjenige Schreiber ist. Wenn er, wie vorher beim Klima wieder, wenn es die ganze Zeit regnet, ist er bestimmt nicht so gut drauf, wie wenn die Sonne scheint. Und wenn er eine gute persönliche Beziehung zu einem anderen Wesen hat, dann ist er bestimmt auch besser drauf, als wenn gerade die Beziehung auseinandergegangen ist. Das kommt alles da rein. Und deshalb sind die Bewertungs-, gerade TripAdvisor, meiner Ansicht nach, was die wirklich brauchen, die bräuchten Redakteure, die bestimmte Orte oder Regionen betreuen und das mal richtig angucken, was da läuft. Und das ist halt nicht der Fall, sondern es ist halt nur User-Content, was da reinkommt und das ist nicht immer objektiv und allzu viel bringt es auch nicht. Wenn man natürlich 600 Bewertungen hat und von den 600 sind 400 positiv, dann kann man sich vielleicht drauf verlassen. Aber bei anderen Bewertungen, wenn da 10 Bewertungen sind und 18 positiv und die kommen in einen relativ kurzen Zeitraum alle da rein, dann weiß man auch schon, was da gelaufen ist. Aber wenn du sagst, es fehlt im Grunde an Redakteurinnen und Redakteuren, um das im Netz zu begleiten, das, was ihr im Grunde auf Papier oder in Papierform oder Buchform macht, warum tut sich dieser Markt nicht auf?
Ja, weil die Leute Geld verdienen wollen, die können sich das nicht leisten, diese Leute zu bezahlen. Das ist ganz einfach. Man, die TripAdvisor ist eine, meine, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das hier so erzählen soll. Über TripAdvisor. Damit. Aber TripAdvisor ist auch eine Firma, die will ja viel Geld verdienen. Ne? Natürlich. Und die wollen auch Geld verdienen, zum Beispiel im Ranking. Und wenn man im Ranking weiter nach oben kommt, dann, das habe ich selbst konkret in Indien erlebt, dann, wenn man dann eine bestimmte Summe zahlt, dann steigt man auch weiter auf im Ranking. Also man soll sich jetzt nicht unbedingt auf diese Objektivität verlassen, finde ich, gerade bei diesen großen Portalen oder bei Agoda, wenn die Hotels alle, ja, oder Booking.com und so weiter. Das sind alles Sachen, die nur User-Generated Content bringen und der ist immer subjektiv und ich würde mich nicht unbedingt darauf verlassen. Wenn wir einen Reiseführer schreiben, dann gucken wir uns die Hotels an und dann gucken wir uns in Bangkok, was weiß ich, 80 Hotels an, sind eine Woche unterwegs und dann gucken wir uns auch die in Zimmer an. Eine Woche 80 Hotels? Ja, mindestens. Also wir haben schon mehrere. Wie kriegt ihr man fängt morgen um 9 Uhr an und dann hört man abends um 8 auf. Und rennt den ganzen Tag, einen halben Stundentag durch Hotels? Ja, genau. Und was kann man da sehen in einer halben Stunde? Man guckt sich die Hotels an, man kriegt natürlich auch nach einer Weile auch so einen Blick dafür, ist das Ding vergammelt oder ist es sauber und wie ist das Personal da drin, das kriegt man dann schon mit und das muss man machen, sonst kann man die Hotels ja nicht recherchieren. Die Zimmer muss man angucken und das machen wir auch. Also das ist dann was ganz anderes, als wie wenn jetzt irgendwie so diese User-Generated Content rauskommt. Sebastian, eine Nachfrage. Sagst du dann, dass du einen Reiseführer schreibst? Nein, ich sag das nie, das mache ich nicht. Du sagst einfach, ich möchte mir ein Zimmer angucken. Nein, da wird ja der rote Teppich ausgebreitet. Und ja, genau, dann, nein, das macht man nie. Das ist so wie ein Weintester, du kommst inkognito. Ja, ja, genau. Ja, ja. Es gibt ja, ist ja gang und gäbe, dass es in Hotels gute und schlechte Zimmer gibt. Ja, ja, und ich kann mir halt vorstellen, wenn man sagt, ich möchte mir mal ein Zimmer angucken, dass man dann halt, wenn man die Intention hat zu buchen, ein sehr, sehr gutes Zimmer gezeigt bekommt. Ja, natürlich, klar. Ja, okay. Und du kannst dann, kommt natürlich auch das Thema, du kannst dann hier in der Nacht umsonst bleiben und. Das kommt ja auch immer dazu. Ne? Aber das machen wir eigentlich generell nicht. Also nicht bei den Hotels. Okay. Wie ist das bei dir, Sebastian? Wie findet ihr raus, welche Anbieter vor Ort gut sind? Machst du auch solche Reisen? Guckst du 80 Hotels in einer Woche an? Das tatsächlich nicht. Dazu habe ich leider keine Zeit und auch kein Personal. Wir greifen zurück auf diese Bewertungsplattformen wie TripAdvisor, HolidayCheck, aber auch TrustScore, was halt so eine Meta-Zusammenfassung von verschiedenen Bewertungsplattformen ist. Wir schauen vor allem auf die aktuellen Rezensionen, weil halt sich auch Sachen vor Ort ändern können. Ein Hotel wird renoviert, dann ist es halt doch viel, viel besser, als es im Jahr zuvor war. Und ansonsten würden wir zum Beispiel auch auf kein Hotel zurückgreifen, die nur 10 Bewertungen haben, weil wir da Leute nicht mit gutem Gewissen hinschicken könnten. Das Hotel kann super sein, aber das Risiko gehen wir einfach gar nicht ein, sondern wir nehmen dann wirklich so 600 oder aufwärts Bewertungen, wo dann wirklich schon eine Aussagekraft dahinter steht. Und ja, natürlich gibt es immer wieder gefakte Bewertungen, aber die Portale sind da schon bei, das ganz gut zu überprüfen. HolidayCheck zum Beispiel kann man sehen, ob es jemand bewertet hat, der es wirklich gebucht hat oder ob es einfach nur angemeldet war und nur was Positives zu sagen hatte. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass die Motivation, etwas zu schreiben, viel, viel höher ist, wenn man negative Erfahrungen gemacht hat. Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Genau. Ich habe ja ehrlich gesagt am Anfang der Runde gedacht, dass Stefan eigentlich so ein bisschen sozusagen das aussterbende Geschäftsmodell ist, nämlich Bücher zu schreiben. Jetzt habe ich ein bisschen das Gefühl, Mariana, du bist das. Nämlich mit dem Individualreisen oder individuell reisen, das funktioniert ja dann gar nicht mehr. Also naja, wenn sozusagen ist, die Buchungsplattformen schon auf 600 plus Bewertungen setzen, wenn Stefan sagt, ja, natürlich lohnt sich so ein Reiseführer letztlich auch nur, wenn ein paar Leute den kaufen, also ja, nur aus Spaß machst du den ja auch nicht. Ja, vielleicht. Aber die Frage ist, was ist individuell Reisen jetzt eigentlich heute ganz genau geworden? Also ich mache es im klassischen Sinne. Das heißt, ich habe ein Reiseziel. Ich suche mir den Flug vorher raus, den buche ich. Und wenn ich optimal viel Zeit habe, also so 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen oder aufwärts, dann lasse ich das völlig auf mich zukommen. Ich habe die erste Unterkunft mir schon rausgesucht, in der Regel für eine Nacht zumindest gebucht, weil ich finde den Stress vor Ort, dann direkt sich erst in ein Hotel zu suchen mit dem Gepäck und so weiter, das gebe ich mir dann nicht. Wenn es mir dann nicht gefällt, suche ich vor Ort weiter oder ich sage, okay, ich bleibe hier doch noch 2, 3 Nächte. Und das würde ich jetzt als individuell bezeichnen, weil es das Gegenteil ist zu dem, was pauschal ist, wo man komplette Pakete bucht. Aber ob individuell jetzt zwangsläufig heißt, dass man in entlegene Gegenden fährt, wo sonst kein Tourist ist, würde ich jetzt nicht sagen. Klar, das ist natürlich eine andere Form nochmal, aber auch eine herausforderndere.
Das ist ja sowieso so ein bisschen so eine Ambivalenz im touristischen Reisen, dass die Leute gerne unterwegs sind, aber nicht als Touristen unterwegs sein wollen. Ja, komisch. Man möchte dieses Wort Tourist bloß nicht auf sich irgendwie hören. Also Individualreisender ist super. Ja, genau. Aber Tourist will man nicht sein. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, dass dieses Wort so wahnsinnig negativ behaftet ist, weil eigentlich sind wir alle Touristen, egal wo wir hinfahren. Wir können erst, wenn wir ab einer bestimmten Zeit dort leben, uns als Einheimische bezeichnen und selbst dann nicht. Ich meine jetzt, wenn man jetzt in eine Stadt zuzieht, dann ist man zugezogener oder sowas. Da wird man auch nie als Einheimischer angesehen. Das bedarf einer unfassbar langen Zeit. Vielleicht ist es eher die Ausgrenzung der anderen, also dass die, die dort leben, nicht so schnell Leute zulassen wollen, in ihren Kreis aufnehmen wollen als Einheimische oder sowas. Vielleicht ist es eher so rum. Und dass man das Gefühl hat, sozusagen ausgegrenzt zu sein. Ja. Wie erklärt ihr euch das? Also als Tourist ist man erstmal immer ausgegrenzt, finde ich. Und da muss man sich gar keine Illusion hingeben. Das ist einfach so, man kommt aus einer, bei Fernreisen ganz besonders. Europa ist vielleicht anders. Aber bei Fernreisen ist es wirklich so, dass man aus einer völlig anderen Kultur kommt. Und sich mit der fremden Kultur, wo man sich jetzt, muss man sich einlassen. Und das dauert. Und da ist man immer fremd. Da ist man einfach Tourist. Und ich finde, Tourist ist ja nicht unbedingt negativ. Für viele Leute ist es negativ, weil sie unter Tourismus Pauschaltourismus verstehen. Und Pauschaltourismus ist ja wieder was ganz anderes. Das heißt, wenn die Reise geplant ist vom Abholen zu Hause bis wieder hinbringen zu Hause. Und alles dazwischendurch ist absolut organisiert. Vom Bus, von Bahn, Flugzeug, Essen, alles. Das würde ich als Pauschaltourismus bezeichnen. Und das andere ist Individualtourismus. Und ich finde diesen Unterschied eigentlich viel besser, wenn man diesen Unterschied macht. Und der Pauschaltourismus, ich sage jetzt gar nichts dagegen, es gibt halt Leute, die nur 14 Tage Zeit haben und die haben nicht die Zeit, sich jetzt, wenn sie nach Indien fahren, auf Rajasthan vorzubereiten. Das haben die einfach nicht. Und dann buchen sie sich halt irgendwo eine Reise und lassen sich das zusammenstellen, gehen dann in den Bus und sitzen dann alle um einen großen Tisch abends rum, man sieht sie ja. Und gut, die machen das so, aber es gibt halt auch interessierte Leute oder die neugierigen Leute, die das vielleicht ein bisschen anders machen wollen und das sind Individualtouristen. Also ich sehe diese zwei großen Gruppen von Touristen und die kann man, warum das so ist, kann man auch verstehen. Die sind einfach neugieriger Individualtouristen und die setzen sich neugieriger auch, als Pauschaltouristen. Ja, würde ich da insgesamt schon. Pauschaltouristen haben meiner Ansicht nach so ein klassisches Bild, die wollen die Sehenswürdigkeiten angucken und die wollen möglichst viele Sehenswürdigkeiten in kurzer Zeit angucken. Das ist so das Übliche, was Pauschaltourismus ist und deshalb werden sie halt von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit mit dem Bus erkundigen natürlich, von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit gekarrt. Und Individualtouristen, da ist es auch wirklich individuell und wenn der am nächsten Tag keine Lust hat und weil er den Ort so toll findet, geht er halt in die Bazaars in den Ort und läuft da rum und bleibt vielleicht noch eine Woche da, weil ihm der Ort gefällt. Das ist der große Unterschied. Widerspruch, Sebastian? Nee, also ich würde da zustimmen. Es ist halt wirklich dieses, was du gerade gesagt hast, Zeit ist einfach da, was zählt. Ja. Heutzutage haben die meisten halt keine Zeit irgendwie um 2, 3, 4 Monate irgendwie individuell durch die Welt zu reisen, um die Kultur kennenzulernen. Und sich vorzubereiten. Und sich vorzubereiten, die Sprache zu sprechen oder ähnliches. Wenn man nur 2 Wochen oder sogar nur 7 Tage Zeit hat, dann möchte man halt nur einfach seine Erholung. Aber davon lebst du doch. Davon lebe ich, ja klar. Aber wir empfehlen halt auch diese individuellen Sachen, dass wir halt sagen, hier buch dir nur den Flug und dann guck mal selber weiter. Wir geben dir noch mit an die Hand, da findest du günstige Hotels, um dir die ersten Nächte zu sichern. Und dann guck mal vor Ort und buch dir dort deine Unterkünfte. Also wir machen beides. Welche Mischung zwischen pauschal und individuell verkauft sich denn am besten oder am häufigsten? Welche Mischung? Also die beste Mischung ist einfach ein sehr, sehr günstiger Flug. Gibt es immer mal wieder, dass es unglaublich günstige Flüge vor allen Dingen nach Asien oder nach Amerika gibt. Und dass wir dann einfach sagen, hier, schau bei Trivago oder bei Booking.com und buch dir deine günstige Unterkunft. Und da kommt auch eine Pauschalreise vom Preis oft bei weitem nicht mit. Eines der Argumente für Menschen, irgendwo hinzufahren, ist ja häufig, dass sie sagen, oder Argument einerseits, andererseits ein Mythos, dass sie sagen, ich will was Authentisches erleben. Authentizität gilt ja als Top-Level sozusagen, wenn man das beim Reisen erreicht. Inwieweit ist das überhaupt noch möglich? Gerade wenn wir alles im Netz haben, wenn alles transparent ist, wenn alles nachlesbar 100-fach, 1000-fach bewertet ist.
Also ich glaube wirklich, das ist so ein missbrauchter Begriff mittlerweile, weil ein Urlauber, der 14 Tage nach Tunesien fährt, ich verwende jetzt ganz bewusst den Begriff Urlauber, genau, der hat doch einen völlig anderen Anspruch. Der will nichts weiter als an den Strand gehen, sich da hinlegen, abends was essen und was trinken und dann fährt er wieder nach Hause. Das ist, den Begriff müsste man vielleicht auch noch einführen, Urlauber. Das ist die Leute, die halt 14 Tage im Jahr von 52 Wochen, zwei Wochen dann ihren Urlaub haben. Die anderen 50 Wochen müssen sie arbeiten und in den zwei Wochen sollen sie möglichst ihre Arbeitskraft so schnell reproduzieren, dass sie wieder voll einsatzfähig sind danach. Das ist ja auch noch eine Gruppe, die reinkommt. Die Pauschaltouristen, das sind auch Leute, die auch ihre Ansprüche haben, hauptsächlich kulturelle Ansprüche, meine ich. Dass wir eben die Sehenswürdigkeit abhaben und die Individualos, das sind die Leute, die lassen sich treiben. Na? Marianne. Naja, dieses authentisch, ich finde, naja, ein Urlauber, der zwar 14 Tage in Tunesien ist, der hat ja auch einen authentischen Urlaub gehabt. Also es ist so ein bisschen, dieser Begriff wurde auf einmal zu etwas, was eigentlich was ganz anderes meint. Also ich glaube, wir verwenden einen völlig falschen Begriff für das. Man meint ein Erlebnis, was vielleicht hinter die klassischen Fassaden schaut oder sowas. Also etwas, was tiefer eindringt, was das normale Leben zeigt, was man natürlich nicht so schnell greifen kann, wenn man nur 14 Tage da ist und sich dann vielleicht, weiß ich nicht, einmal quer durch Indien bewegt, wobei das gar nicht möglich ist. Aber das ist einfach so ein Begriff, der von der Tourismusbranche wirklich sehr missbräuchlich benutzt wird, um so ein catchy Wort zu haben, aber was ganz anderes meint. Aber auch jemand, der 14 Tage nach Tunesien fährt, will doch möglicherweise was von Tunesien mitbekommen und das Gefühl haben. Das bezweifle ich. Ich glaube, es hängt so ein bisschen davon ab. Ich frage mal in die Runde, wer war denn schon mal in Tunesien 14 Tage? Outet euch. Da hinten gibt es ein paar Wortmeldungen. Larissa, kommt mal eben mit dem Mikrofon, genau. Warum Tunesien, warum 14 Tage? Oh, es war billig. Okay. Und 14 Tage, ja, das war eben das Angebot. Ne? Aber man kann ja auch, man macht dann die Standardsachen, irgendwie so eine Wüstentour mit dem Land Rover und das ist dann eben natürlich nicht sehr individual. Man kann eben auch mit der Bahn fahren, also das kann man, wenn man will, ja durchaus dann variieren. Also. Und wie viel Tunesien hast du da mitgekriegt? Dadurch, dass ich dann so ein paar Touren selbst gemacht habe, schon ein bisschen mehr, aber richtig so, sagen wir, mit zwei, drei Leuten hat man schon gesprochen, mit zwei, drei Einheimischen, die dann wirklich auch mal aus der Reserve gekommen sind und die nicht nur wegen Tourismus, also wegen Geld da irgendwie im Tourismus tätig waren oder so. Aber ja klar, da kommt man nicht weit. Also. Urlauber? Individualtourist? Pauschalreisender? Also ich würde sagen, das ist eine Mischung. Was sagt die Jury? Urlauber Pauschaltourist, ja. Gibt es ja auch. Ich meine, die Leute haben ja, es gibt ja, man kann diese Gruppierungen nicht unbedingt so festsetzen, ja. Es gibt auch Überschneidungen. Und ich meine, wenn er 14 Tage hat und dann so eine Wüstentour macht in Tunesien und irgendwo in den Basaren rumläuft und sich mit Leuten unterhält, ist das doch gut. Ich meine, ich finde das sehr schön. Weil viele liegen ja dann wahrscheinlich nur am Strand und machen eigentlich gar nichts. Und das ist dann eben der typische Urlauber. Also passt da nicht so ganz in das Urlauberkonzept. Falsche Antwort sozusagen. Also, ja. Ja, okay, jetzt mich mehr. Also sagen wir 80%. 80% Urlauber war ich. Ja. Also 20% individual, also, wenn man das so sieht. Wie viel Authentisches hast du erlebt? Was würdest du sagen? Also wenn man dann, ich habe keinen Führerschein, dann überlegt man halt, fährt man mit der Bahn, ne? Also und dann, das ist halt das nicht, was der Tourist macht oder der Urlauber. Und deswegen hat man natürlich dann andere Kontakte und dann guckt man sich Sachen an und dann gibt es noch Regenfälle. Man wird von der Individual, also man wird zum Individualismus gezwungen, wenn die Tour nicht so stattfinden kann. Aber dann laufen halt dann 20, 30 Kinder hinter einem her, wenn man irgendwie durch so einen Basar läuft. Aber das ist das, was ich glaube, dem klassischen Urlauber dann also das erzeugt dann so ein negatives Gefühl bei dem. War bei dir aber nicht der Fall? Nee, wenn man dann offen ist, also damals war ich Student und das war natürlich dann, klar, da ist man ja, da fährt man dann hin, weil man nicht viel Geld hat, nicht weil man Urlauber sein möchte, also ist ja noch, die Motivation ist ja auch eine andere. Reißt du das Mikro mal einmal nach hinten weiter, da hatte sich noch jemand gemeldet, ne, aus Tunesien, mit Tunesien-Erfahrung, muss ich sagen, nicht aus Tunesien, genau. Ja, nicht aus Tunesien. Also ich war, das war auch zwei Wochen, das war günstig. Und ja, es war eine Rundfahrt einmal rund um Tunesien. Also wir sind allerdings mit einem Kamel unterwegs gewesen in der Wüste. Nicht mit dem Land Rover? Nee, nee. Okay. Das ist jetzt auch nicht besonders individuell, würde ich sagen. Nee, es war wirklich alles vorgeplant. Ich fand es aber auch okay. Also ich war, das ist jetzt nicht mein erstes arabisches Land gewesen.
Und ich habe dann auch an einer Stelle, an einem Nachmittag dafür gesorgt, dass wir zum anderen Markt kommen, nicht zu dem angeplanten, sondern zu dem anderen. Weil ich dachte mir schon ein bisschen, also wenn wir zu dem anderen gehen, dann lernen wir mehr das authentische, das sogenannte authentische Tunesien kennen, als jetzt so die vorgefertigte Planung. Aber insgesamt finde ich, ich habe Tunesien gesehen. Also wir waren auch in diesem römischen, Nachmittag waren wir an diesem römischen Platz, ich weiß ja schon gar nicht mehr, wie das hieß, wo diese Römer-Ausgrabungen sind und sowas. Und ich fand, ich habe Tunesien gesehen. Es war natürlich halt ziemlich schnell, es ist nicht so intensiv. Ich hätte gerne statt 2 Wochen 2 Monate gehabt, ist ja klar. Aber ich fand es okay, echt. Also auch dann hatten wir einen Reiseleiter, der hatte seinen Sohn aufgedrückt bekommen, um den mitzunehmen. Den hatten wir dann immer dabei. Also man kann sich dann auch mit dem Reiseleiter unterhalten. Das war ein Tunesier, das war okay, wirklich. Also wir wollen auch gar nicht so einen Rechtfertigungsdruck aufbauen, ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Man darf auch 2 Wochen nach Tunesien fahren. Ja. Also das war jetzt nicht ganz so. Das auch nicht werten oder sowas, ja. Überhaupt nicht. Ja. Und ich habe ja auch versucht zu erklären, warum manche Leute eben nur 2 Wochen dahin fahren können. Und andere haben 6 Monate Zeit. Ich zum Beispiel. Aber du machst es ja auch so, dass du dafür bezahlt wirst. Und hier ist ja wahrscheinlich eher der Fall. Ich habe mich aus dem Berufsleben eigentlich schon so ein bisschen zurückgezogen. Okay, so, seit längerer Zeit. Und das ist so ein langsames Abklingen, ne? Und man kann ja auch nicht ewig machen. Und gerade bei Reiseführern ist natürlich so, ich habe ja auch nur ein gewisses Alter, da wird es auch mal Zeit, dass junge Leute da rankommen. Und das haben wir eigentlich auch gemacht, dass eine ganze Menge junge Leute da sind, die auch ein bisschen anderes Bild reinbringen in die Bücher. Ne? Und das ist auch ziemlich erfolgreich. Reisen denn junge Leute anders als ältere Leute? Also als ältere Individualtouristen, wir wollen ja jetzt nicht... Also junge Leute reisen anders insofern, dass sie die neuen Medien viel mehr nutzen. Das ist ganz eindeutig und ich meine, in fast jedem Land heutzutage kann man sich eine SIM-Card kaufen und dann steckt man die SIM-Card da rein, dann kann man, und Online-Pakete kosten auch nicht viel, dann ist man praktisch immer online und dann passiert alles auf dem iPad oder auf dem Mobile-Phone und das hat sich total geändert, während eben die älteren Leute das nicht so häufig machen. Das heißt, Mariana ist eigentlich genau die richtige Nachwuchsautorin. Ja, genau. Wann schreibst du dein erstes Buch? Nächstes Jahr. Also ich schreibe tatsächlich gerade eins, ja. Ein Reiseführer? Nein, kein Reiseführer, es ist eine Geschichtenerzählung. Also wie gesagt, die Reiseführersparte ist noch nicht so ganz mein Geschäftsfeld, weil es einfach, es ist wahnsinnig anstrengend. Also ich habe da total Respekt vor, muss ich ehrlich sagen, weil ich bin unterwegs und habe da ja teilweise schon Aufträge und Mühe, alles Material zusammenzukriegen. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich die ganze Zeit damit beschäftigt werde, diese ganzen Hotels mir anzuschauen, dann auch immer noch ein Restaurants, alles und das, immer noch mal voller Konzentration, um alles auseinanderhalten zu können hinterher, das ist schon wirklich anstrengend, keine Frage. Und es ist dann auch wiederum nicht so ganz die Form, wie ich eigentlich unterwegs sein möchte. Wie möchtest du denn unterwegs sein? Ich authentisch? Ich möchte ein bisschen noch meine Zeit haben. Also das ist das, was ich auch merke beim Reisen, dadurch, dass ich das beruflich mache. Mir geht natürlich die Freizeit verloren. Das heißt, ich habe viele Sachen, die ich machen muss oder weiß, okay, du musst dich jetzt konzentrieren, du musst jetzt, eigentlich möchtest du schwimmen gehen, aber du musst irgendwie jetzt hier noch die Fotos vom Markt machen und so weiter, sonst hast du das Material hinterher nicht. Und das ist natürlich schade, weil es absolut keine Freizeit mehr ist in dem Sinne. Und wenn ich jetzt sowas wie einen Reiseführer machen würde, dann wüsste ich, dass ich das völlig keinerlei Freizeit mehr habe. Und so versuche ich es immer noch ein bisschen zu kombinieren. Wie lange muss man denn an einem Ort unterwegs sein oder in einem Land, ist dann vielleicht schon zu viel gefragt, aber um diesen Ort kennenzulernen. Wir haben ja eben gehört, 2 Wochen Tunesien, ja, das vermittelt mir das Gefühl, ich kenne das Land tatsächlich ein bisschen. Also ich denke, das hängt vom Land ab, von der eigenen Person und von der Größe des Ortes. Also jetzt so ein irgendwie 2000 Seelendorf, da kann man natürlich schon in 2-3 Tagen vieles kennenlernen, wenn man einfach die ganze Zeit auf Achse ist oder sehr beobachtend auch ist vom Typ her. Es gibt auch Leute, die sind 3 Monate in Kambodscha und haben trotzdem nichts gesehen. Also ja, ist ja so. Also das ist wirklich eine sehr individuelle Sache. Und ich denke, das ja, kann Stimmt man nicht so sagt genau jemand? Braucht man nochmal ein Mikro gerade. Da widerspricht jemand, man kann 3 Monate nicht in Kambodscha sein. Das war der Widerspruch. Ja? 3 Monate in Kambodscha sein, ohne was zu sehen, geht nicht. Das musst du uns erzählen. Ja, da ist das Mikro. Danke. Also ich zähle auch zu den Reisefreaks, die reisen. Ich war vor 4 Wochen in Iran, 4000 Kilometer unterwegs und solche Dinge. Und gut,
wie Begrifflichkeiten, wie sie heute genannt wurden, Urlauber, Inualtourist, Pauschaltourist, die würde ich auch so tragen. Aber ich denke, die Grenzen verschwimmen immer mehr. Also das ist das Thema. Und wir haben bis heute versucht, zu sehr sozusagen voneinander zu trennen. Also ich würde mich als Mangelzeit als Pauschaltourist kennzeichnen, der aber auch eine hohe individuelle Komponente hat. Also der dann nochmal ab 18 Uhr nochmal durch die Stadt geht bis 0 Uhr. Und die Gespräche sucht zum Beispiel und also versucht alles aufzunehmen, aufzusaugen wie ein Staubsauger aus diesem Land. Mhm. Und deshalb, vor diesem Hintergrund habe ich da etwas vielleicht überreagiert, als ich da Unverständnis äußerte, was gesagt wurde im Blick auf Kambodscha. 3 Wochen in diesem Land, ja. Was macht man in diesem Land? Also da fragt man sich erstmal, man reist ja in ein Land mit einer bestimmten Zielvorstellung, kommt dort an. Dann ist natürlich jede Zielvorstellung unterschiedlich. Aber wenn ich in 3 Wochen in diesem Land bin, da hätte ich, entweder ist man von der Grundausrichtung entweder so zielorientiert, dass man sagt, mich interessiert zum Beispiel die Tropenwaldregion dort oder Fauna, Flora etc. oder der kulturelle Hintergrund, Angkor Wat zum Beispiel, oder die Menschen, das Volk, die Kultur. Oder auch, ich mache da Badeurlaub oder irgendwo. Also es gibt ja verschiedene Sparten sozusagen. Und dass davon nichts überbleibt, das war jetzt für mich die spannende Überraschung, dass man 3 Wochen dorthin reist und sagt, ja, ich war in Kambodscha, gut, habe aber kaum jemanden getroffen, gesehen und so weiter. Ja, war Eremit sozusagen. Das ist eine fiese Behauptung meinerseits, das gebe ich zu. Also ich habe jetzt so jemanden auch noch nicht getroffen. Aber deswegen meinte ich, ist es eine persönliche Einstellung natürlich, die man zum Reisen hat, was man auf Reisen erleben möchte, was einem wichtig ist. Und das kann wirklich so weit auseinandergehen. Also es kann auch die Sparte Urlauber in Kambodscha geben, durchaus. Sebastian, wenn ihr mit Kunden von euch in Kontakt kommt, was äußern die denn als Bedürfnis, als Wunsch, als Ziel? Warum reisen die 2 Wochen oder 2 Monate irgendwo hin? Also bei uns geht es halt wirklich über den Preis. Also der Preis ist erstmal. Das ist das Kampfargument und das zieht. Das Kampfargument, ja, okay. Genau. Möglichst günstig, aber halt Preis-Leistung muss stimmen. Also darauf wird halt bei uns wirklich geachtet. Und ansonsten ist halt bei uns die Erholung immer im Vordergrund, dass die Menschen sich erholen, weil da kommen wir wieder zum Thema Zeit, Urlauber. Die möchten sich erholen, die möchten einen schönen Strand haben, die möchten ein schönes Hotel haben mit guter Verpflegung. Aber halt auch wieder diese individuellen Sachen dazu. Also man muss ja nicht unbedingt den All-Inclusive-Urlaub buchen. Man kann ja auch sich ein Hotel mit Frühstück einfach nur buchen, dazu den Mietwagen und dann geht's los. Also man kann ja aus seinem Urlaub wirklich das machen, was man möchte. Also man ist ja wirklich nicht gebunden heutzutage. Und man kann auch in Gebieten wie Tunesien oder Ägypten aus dem Hotel rausgehen und einfach mal selbst erleben. Wir haben noch eine Wortmeldung oder? Ah ja, vorne, hier vorne, genau. Entschuldigung, ich gucke so in die Lampe rein, da sehe ich nicht so richtig. Bin ich genau. Im Schein? Ich habe eine Frage an Sie, die Sie nun sehr lange im Empfehlungsgeschäft im Prinzip auch waren. Sie schauen sich ja wahnsinnig viel an und wählen am Ende pro Stadt eigentlich nur, sagen wir mal, 3 Hotels, 3 Restaurants oder eben auch den einen Strand aus. Haben Sie rückblickend mal sehr stark bereut, etwas empfohlen zu haben, wo Sie gedacht haben, okay, das war ein wahnsinnig schöner Ort und nach 10 Jahren war das Ding komplett überlaufen? Und zweitens, wurden Sie schon mal gebeten, Sachen auf gar keinen Fall in einen Reiseführer zu nehmen? Also, ja, das passiert häufig. Ja? Die Frage geht an Stefan Lohse. Ja, es gibt Hotels, die wollen nicht, dass Sie da reinkommen. Warum nicht? Ja, weil sie die wollen nicht die Touristen haben, die dann mit Lonely Planet betrifft das genauso. Das sind die individuellen Massentouristen, die dann kommen. Und das wollen die nicht. Das passiert also immer wieder. Aber dieses andere Thema, das hatte ich ja schon ganz am Anfang mal angeschnitten, dass man sich schon verantwortungsvoll verhalten muss und nicht unbedingt immer alles, weil man es schön findet, man kommt auf eine Insel und gibt es eine einzige Unterkunft auf der Insel, habe ich selbst erlebt. Und das ist wirklich so schön, aber dann überlegt man sich natürlich, wenn ich das jetzt in das Buch reinbringe, was macht denn die einzelne Unterkunft? Na? Die kann ja gar nicht die Leute alle aufnehmen. Und das passiert dann auch wirklich so, dass andere Leute das dann reingenommen haben in das Buch und dann die Insel ist jetzt voll, der ganze Strand mit irgendwelchen kleinen Hütten und Bungalows. Und nach den kleinen Hütten und Bungalows kommen die großen Hotels und am Ende kommen die internationalen Hotels. Das beste Beispiel dafür ist Koh Samui in Thailand. Das ist also derartig überentwickelt, dass jetzt nicht mal genügend Trinkwasser auf der Insel ist. Das Inselproblem ist immer das Trinkwasser und das Abwasser. Und Trinkwasser ist auf Koh Samui ein Riesenproblem. Man baut einfach kräftig internationale Hotels hin, mehrstöckig auch und alles, obwohl sie eigentlich nicht die Palmenhöhe der Kokospalmen überschreiten dürfen.
Und das ist dann durchaus sehr, sehr negativ. Ich war zum ersten Mal in Koh Samui 1972 oder 1973 und da musste man 3 Tage warten, bevor man überhaupt irgendwie mit so einem Kobra-Händler, also diese Kokosnuss-Händler, die von der Insel kamen, zum Festland, dass man zurückfahren konnte auf die Insel. Und zurück wusste man gar nicht, wie man kommt. Und da gab es auch überhaupt keine Unterkünfte, außer einem einzigen Hotel im größten Ort. Und dann konnte man, es gab schon Motorräder, konnte man mit so einem kleinen Moped dann an die Strände fahren. Das war natürlich ideal, bloß das kann man heute nicht mehr machen. Heute geht eine Autobahn ringsherum und es gibt nur Hotels. Und ein Flugplatz ist auch auf der Insel. Also das ist eigentlich überall in Südostasien passiert das immer wieder, dass die Leute meinen, im Tourismus sehr viel Geld zu verdienen und dadurch eigentlich ihr eigenes, oder Koh Phi Phi ist noch besser auf in Thailand. Ist auch so eine Insel, die riesige Wasserprobleme hat und die denken halt ans Geld, bauen ihre Hotels dahin und Thailand ist ja kein Problem, wenn man da ein bisschen Geld da und dorthin reicht, dann kann man auch alles hinbauen und dann ist die Insel eigentlich kaputt. Und das passiert immer wieder, aber ich versuche das, oder wir haben das immer versucht in den Büchern nicht so zu machen. Und wir haben auch Koh Samui erst, das hat eine ganze Weile gedauert, bevor wir Koh Samui in den Büchern drin hatten. Ne? Und wir haben häufig auch die Anfahrt immer sehr kompliziert gemacht, um Leute abzuhalten. Nein, ist kein Witz. Fliegen Sie. Es ist wirklich kein Witz. Wir haben in Borneo zum Beispiel sind wir in Gebiete gefahren, die waren fantastisch. Das war wirklich Authentizität damals noch, würde ich sagen. Und da waren auch keine anderen weißen Leute vorher da gewesen. Und die Kinder sind alle weggerannt, weil sie dachten, die bösen Geister kommen. Und wir haben uns dann überlegt, da kann man schon mal was drüber schreiben, dass man die Leute da vielleicht flussaufwärts schickt. Aber wir haben es sehr kompliziert gemacht. Und wir haben gesagt, wenn ihr überhaupt keinen Ton malaiisch könnt, wir können das gleich sein lassen. Und aber wir haben dann trotzdem, und es gab dann auch Leute, die sich dann an so einen Bootsanleger gesetzt haben und haben gewartet, manchmal 2 Tage, bevor irgendein anderes Boot sie mal mitgenommen hat. Wie sie dann zurückkommen, ist eine andere Sache. Na? Mariana, ist das aber nicht was, was von der Verantwortung her schon bei dem beginnt, was du machst? Am ja. Anfang schreibst du irgendwo, sagst mir gefällt's hier, ganz individuell meine Bewertung, ich habe nur eine Unterkunft, ein Hostel irgendwo gesehen, ein Restaurant, das war echt gut. Ja. Dann nee, kommt klar, irgendwann stimmt. Der Reiseführer-Autor und schreibt ein bisschen mehr und am Schluss karrt Sebastian für 2 Wochen und wenig Geld ganz, ganz viele Leute in die Betonburgen. Das wäre wirklich grauenhaft, wenn das so passieren würde, aber ja, nee, es stimmt. Also klar, dadurch, dass das jetzt alles so vernetzt ist und sich natürlich durch die Recherche und alles auch Blogs Inspirationsquellen bieten, auch für Reiseautoren in größerem Maßstab, stimmt, das könnte das passieren. Ich setze drauf, dass dann vielleicht allerdings die Leute, die meinen Blog lesen, dann wiederum doch so ein bisschen das Verantwortungsbewusstsein haben, dass sie jetzt sagen, okay, ja, das ist jetzt kein, ich sag wirklich, es ist kein massentaugliches Ding, was ich mache, dass sie es deshalb auch nicht in ihren massentauglichen Bewertungen mit aufnehmen. Ja. Ich glaube, das ist völlig richtig, was sie sagt. Wenn wir so einen Reiseführer schreiben, dann wird der vielleicht, wir haben immer so einen Faktor gehabt von 3,2 Leuten, die das Buch lesen und benutzen. Und wenn eine Auflage von 10.000 ist, dann sind schon mal 30.000 Leute, die da dieses Buch irgendwie über den Daumen in 2 Jahren lesen und sich damit auseinandersetzen. Das ist ja jetzt erstmal nicht so. Ne? Und da muss man wirklich steuern. Ich finde, da muss man einfach steuern und das machen auch einige Autoren, die ich kenne, die machen das auch so. Das finde ich aber spannend, das war mir gar nicht klar. Also weil ich lese natürlich Reiseführer, ich benutze sie auch sehr gerne und habe dann häufig diese Abschnitte, ja, es ist total kompliziert, da hinzukommen. Ich denke mir so, okay, mache ich jetzt trotzdem und denke mir, Lüge. Das war gar nicht so kompliziert, warum steht denn das so drin? Jetzt weiß ich es. Jetzt habe ich eben so ein bisschen getan, als wärst du der verantwortungslose Lump in dieser Runde, Sebastian. Das ist natürlich nicht so, nehme ich an. Aber welche Frage, tatsächlich die Frage, welche Rolle spielt Verantwortung bei der Auswahl der Ziele, die ihr euch aussucht und die ihr dann anbietet? Also wie eingangs gesagt, wir suchen uns halt die Ziele aus, die schon gut erreichbar sind und würden dann vielleicht noch die zusätzliche Empfehlung geben, wer noch mal was ganz Spezielles erleben möchte, der kann sich den Lose kaufen und dann einfach noch mal individuell losziehen. Aber ansonsten, wie gesagt, wir bewerben die Ziele, die schon wirklich erschlossen sind und wo der Tourist schon angekommen ist. Aber Stefan sagte ja gerade, man muss immer so ein bisschen gucken, dass man auch steuert. Steuern, den Anspruch habt ihr gar nicht an dem Punkt. Nee, auf sowas achten wir tatsächlich nicht. Wir orientieren uns an den Angeboten und die sind vom Markt vorgegeben und nur die können wir dann halt auch auf dem Blog oder auf das Portal mit aufnehmen. Du kannst ja trotzdem steuern, du musst dich ja jetzt nicht dem Markt unterwerfen. Nee, aber also ich meine ich.
Klar, also nichtsdestotrotz sind wir auf der Suche nach den besten Angeboten. Und wenn das beste Angebot dann was ist, wo gesteuert werden hätte müssen, würden wir es nicht tun. Ne? Bitte. Ja, ich glaube, meine Frage passt da jetzt auch gerade ganz gut dazu. Wir haben sehr viel über die Transparenz gesprochen, die Transparenz zum Angebot, die Transparenz an Informationen, was das Reisen auch vielleicht erleichtert. Meine Frage geht so ein bisschen Richtung Preisbildungsmechanismen und wie transparent sind diese Angebote wirklich? Wie automatisiert funktioniert das Reisen heute und wie automatisch wird es eigentlich gesteuert? Und wenn wir jetzt vielleicht auch im Vergleich mit den Mechanismen des Internets, also was ist eigentlich heute anders beim Reisen, wenn wir das Internet jetzt haben, wenn wir das Internet benutzen, wenn wir das Internet selbst als individueller Reisender benutzen, um dann von Tag zu Tag das neue Hostel zu buchen? Wie automatisiert läuft das ab? Wie laufen Preisbildungsmechanismen ab? Gibt es da irgendwelche Tendenzen, Gefahren, auf die Sie vielleicht auch als Experten dann hinweisen können? Ja, und wie transparent ist das dann eigentlich noch? Da ist der BWLer gefragt. Also dadurch, dass es ja genug Preissuchmaschinen gibt, ist es meiner Meinung nach sehr transparent. Also man findet immer das günstigste Angebot, natürlich nicht in nicht erschlossenen Gebieten, die nicht ans Internet angebunden sind, wo die Lodge halt nicht bei Trivago oder bei anderen Meta-Searchern zu finden sind. Und ansonsten geht es ja auch schon so weit, dass die Hoteliers die Preise selber anpassen können und die nicht vorgegeben werden von den Konzernen oder ähnliches. Also ich sehe das jetzt nicht so kritisch. Von eurer Seite? Das ist nicht ganz meine Thematik. So weit stecke ich nicht drin im Preisbildungsmechanismus. Naja, wir eigentlich auch nicht. Ne? Also, aber ihr beeinflusst wir, das ja. Wir recherchieren natürlich und lassen uns die Preise geben. Gleichzeitig haben wir also irgendwann mal aufgehört, die tatsächlichen Preise zu nennen in einem Reiseführer. Ein Reiseführer kauft sich vielleicht 2 Jahre oder sowas bis zur neuen Auflage, überarbeitete neue Auflage. Und dann machen wir jetzt so ein Sternchensystem, also 2 Sternchen bis 3 Sternchen. Jetzt heißt es nicht die Kategorisierung der Hotels, sind nicht 5-Sterne-Hotels oder so oder 2-Sterne-Hotels. Und in dem Rahmen bewegt sich das, weil sich Preise auch häufig ändern. Das ist ja völlig richtig. Das kann man ja schon auf jeder Hotelbuchungsseite sehen, von einem Tag auf den anderen. Ne? Und wir geben schon einen gewissen Rahmen an, ne? Damit die Leute wissen, also hier zahle ich vielleicht bloß 20 oder 50 Euro und dann muss ich halt 80 oder 100 bezahlen für ein Doppelzimmer. Und das ist auch im Buch genau definiert. Das steht auch vorne drin, damit die Leute nicht sich dann wundern. Da steht das halt genau drin, wie das definiert ist. Und World Wide Web. Worldwide Weg, Worldwide Weg. Das ist der Titel des digitalen Salons heute. Wir haben noch eine Wortmeldung des digitalen Salons hier auf D-Radio Wissen und wir wollen so ein bisschen schauen, was sich tut durch die Internetnutzung. Genau, und du hast eine Idee. Hallo? Oder genau, darauf wollte ich auch gerade eingehen. Und zwar haben Sie ja ganz am Anfang auch sowas gesagt, wie es gibt Seiten wie Airbnb oder vielleicht auch Couchsurfing, die ja zumindest für 2 der 3 anwesenden Referenten auf jeden Fall eher in Konkurrenz stehen. Als ich meine, Urlaubspiraten wird ja jetzt wahrscheinlich kein Airbnb oder Couchsurfing empfehlen und wahrscheinlich auch ihr Reiseführer nicht, Herr Lohse. Und ich weiß jetzt nicht, wie es bei Ihnen, Mariana, ist. Ich wollte mal fragen, wie diese Trends Ihre Geschäfte verändern oder Ihre Art zu reisen oder wie Sie das sehen. Und ja, was Sie dazu denken, vor allem auch bei Airbnb ja zum Beispiel in Deutschland eine rechtlich fragwürdige Situation ist. Bei Couchsurfing auch nochmal was ganz anderes, die Share Economy, wie die aufs Reisen auswirkt. Vielleicht haben Sie dazu ja ein paar Kommentare. Veränderte Geschäftsmodelle. Fangen wir bei denen an, also, der die meisten in der Welt. Wir bewerben auf jeden Fall Airbnb und auch Couchsurfing, also wir haben da gar keine Probleme mit. Vor allem Airbnb ist jetzt hier in Berlin halt ein Thema, genau, weil halt der Wohnraum knapp ist und die Wohnungen hier eingesetzt als Ferienwohnung angeboten werden. In anderen Ländern gibt es teilweise die Thematik auch. In vielen Ländern ist aber ganz legal und da gibt es dann halt auch entweder die Ferienwohnung, das private Zimmer oder auch den Shared Room. Ich reise selber auch viel mit Airbnb, habe da gar keine Probleme mit. Couchsurfing habe ich jetzt tatsächlich noch nicht ausprobiert. Da kannst du wahrscheinlich vielleicht mehr zu sagen, keine Ahnung. Sorry, dass ich da jetzt reinreite. Sie lacht sich nur kaputt, warum auch immer. Für mich persönlich wäre jetzt Couchsurfing halt nichts, aber ich kann mir vorstellen, dass das viele Leute sehr, sehr gerne machen, um mit den Menschen vor Ort auch mal wirklich in Kontakt zu kommen. Authentisch? Und authentisch in Kontakt zu kommen, um nicht als Massentourist zu gelten. Und ist natürlich auch sehr, sehr kostengünstig oder wie gesagt, umsonst. Ja. Also mein Geschäftsmodell tangiert das natürlich in keinster Weise, weil ich eben keine Buchungsplattform bin, beziehungsweise da absolut fern von bin. Und was Airbnb und Couchsurfing angeht,
Ich nutze, also Airbnb nutze ich auch, ja. Couchsurfing habe ich so als Plattform noch nie genutzt, muss ich sagen. Obwohl es sich in einem Aufenthalt ergeben kann, dass man jemanden kennenlernt und der einen dann mitnimmt zu seiner Familie oder sowas, das ist dasselbe Modell. Klar, das mache ich auch super gerne, aber die Plattform selbst habe ich nicht benutzt. Insofern, aber ich würde mich jetzt nicht sperren, beides zu empfehlen, wenn ich es empfehlen kann. Wobei sich bei dir ja möglicherweise das Geschäftsmodell dahingehend ändern könnte, dass du sagst, ich nutze die Crowd auch zum Funden. Also ich sammle mir Geld zusammen, damit mir möglichst viele Menschen eine Reise irgendwo hin bezahlen, damit ich wiederum bloggen kann. Das gibt es natürlich auch im Reisebloggerbereich, die das so handhaben. Ich habe das, nein, das ist mir derzeit, glaube ich, einfach noch zu anstrengend, um ehrlich zu sein, weil das ist eine große Rechtfertigung, die das natürlich mit sich bringt, wahnsinnig viel Vorbereitung und eine Offenlegung an allen Dingen, was mache ich mit dem Geld und so weiter, weil das finde ich dann einfach nur fair, dass es so gehandhabt wird. Und derzeit ist es nicht nötig, dass ich mir das quasi über so Crowdfunding finanzieren müsste. Stefan, noch die Frage, Geschäftsmodell? Also, nee, eigentlich nicht für Reiseführer, weil ich finde, dieses Airbnb ist auch so eine Modeerscheinung irgendwie. Und das ist genau wie Couchsurfing auch. Da gibt es ja dieses herrliche Buch jetzt über den Iran. Und damit hochgradig individuell massentauglich gemacht. Massentauglich gemacht worden mit diesem Buch. Und meine, der Auto kann jetzt natürlich nicht mehr nach Iran fahren, weil in Iran ist es, meiner Ansicht nach, ist es verboten, privat zu übernachten, sondern nur in bestimmten Hotels. Und also für uns ist das kein Modell. Wir haben natürlich auch in den Reiseführern, wenn wir eine Familie kennen, die Zimmer vermietet oder irgendwie sowas, machen wir das auch rein. Das nennen wir jetzt natürlich nicht Airbnb, aber das hat es schon immer gegeben. Das ist also nicht was ganz Außergewöhnliches, Neues. Jetzt das Geschäftsmodell ist natürlich neu, damit man jetzt viel Geld damit verdienen kann. Das ist was Neues. Aber wenn du sagst, das ist eine Mode, Couchsurfing und Airbnb, wann ist sie vorbei? Also im Tourismus gibt es viele Moden und Modeerscheinungen und Authentizität. Airbnb ist da natürlich auch und Couchsurfing ist natürlich dann wieder Authentizität. Da laufen sie ja jetzt alle nach. Und ich denke, das wird wieder vorbei sein und dann werden sich die Leute ganz normal. Aber eine zeitliche Prognose gibt es nicht ab. Nein. Aber die werden sich ganz normal wieder als Touristen verhalten. Aber sie verhalten sich ja auch normal als Touristen, selbst wenn sie über Airbnb oder Couchsurfing unterwegs sind, kommt man ja nicht drum rum, sich normal als Tourist zu verhalten. Aber man fühlt sich vielleicht ein bisschen weniger als authentischer. Man wird es nach außen hin in sein ganzes Netzwerk ganz anders verkaufen, aber nichtsdestotrotz ist man ein normaler Tourist, da kommt man nicht umhin, ob man jetzt pauschal oder individuell unterwegs ist, selbst dann nicht, weil beide stehen vor den Pyramiden. Das kann man dann auch nicht mehr auseinanderhalten. Zu dem Zeitpunkt. Ja, stimmt. Ja, völlig richtig. Eine weitere Wortmeldung im digitalen Salon. Betrifft auch noch so ein bisschen die Geschäftsmodelle und an sich Reiseführer und auch Pauschalangebote sind das, was wir länger kennen. Jetzt finde ich, Marianne, dein Blog eigentlich ganz spannend. Und was da das Geschäftsmodell ist, haben wir viel gesprochen über Authentizität und Individualreisen und Auflagen. Wie ist denn das denn bei dir? Ich bin nicht ganz sicher, dass ich richtig verstanden habe, wie das Modell funktioniert und was das vielleicht auch für einen Einfluss hat auf deine Bewertungen oder deine Authentizität, die du darstellst? Naja, also der Blog ist privat entstanden, das muss ich vorweg sagen. Das heißt, es war nie ein Geschäftsmodell und ist beliebter geworden, aufgegriffen worden durch die Medien, wodurch ich jetzt unter anderem auch hier sitze und das mittlerweile selbstständig als Freiberuflerin mache. Das Ding ist allerdings nach wie vor, dass der Blog nicht das direkte Geschäftsmodell ist. Also er ist indirekt, er dient quasi als Portfolio, wie für viele Freiberufler eine Internetseite ja mittlerweile nötig ist, um Aufträge zu kriegen. Das heißt, ich habe dort Geschichten, ich habe dort Fotos, teilweise Videos und bekomme so Aufträge, um das auch für andere Kunden zu erstellen. Also das ist ein indirektes Geschäftsmodell. Daher hat es keine Auswirkung auf die Bewertung oder Empfehlung, die ich gebe, weil ich über die Buchungen, die bei mir stattfinden könnten, absolut kein Geld verdiene. Also daher ist das da ein bisschen unabhängig von. Wie viele Menschen kann die Reiseblogger-Szene denn in Deutschland ernähren, wenn du das mal so einschätzen würdest? Also weniger jetzt als einen Marktüberblick, sondern so vom Gefühl her, ist da irgendwie schon eine Sättigung erreicht? Weil ich kann ja mittlerweile Blogs wirklich zu jedem kleinen Provinznest finden. Ja. Irgendjemand findet sich dann immer, der schreibt, aber irgendwann muss der Markt auch immer dicht sein, oder? Ja, das denken wir schon seit einer Weile. Also ich mache das seit 4,5 Jahren und bin unfassbar verwundert, wie viele Leute das immer noch nach und nach und nach kommen. Ich denke, die Sättigung ist da. Und jetzt ist die Frage, wenn man da ist, wie hält man sich? Beziehungsweise wenn man meint, jetzt nachkommen zu wollen,
dass man wirklich ein Geschäftsmodell braucht. Also das ist tatsächlich das, was ich auch sehr vielen sage, die mich fragen, ach, ich möchte auch bloggen, worauf soll ich denn achten? Dann sage ich, naja, aus welchem Grund möchtest du bloggen? Also möchtest du bloggen, weil du das als Geschäftsmodell aufziehen musst? Möchtest, dann brauchst du einen Businessplan, anders geht es jetzt nicht. Oder möchtest du bloggen, weil du einfach Spaß am Schreiben und Publizieren hast? Dann mach, was du willst und du wirst sehen, wo es landet. Die Frage schließt sich da direkt an und ich würde das unter dem Begriff eben der Professionalisierung fassen. Und das sind ja zwei, erstmal die direkte Frage. Ich bin auf Instagram und das schon eine ganze Weile und merke, wie dort in meiner Community bestimmte Leute, die sehr, sehr gute Fotos machen, plötzlich von den Firmen in den letzten 2-3 Jahren zunehmend davon angesprochen wurden. Bestes Beispiel, Mercedes-Benz geht hin, sponsert eine Reise ans Nordkap, man macht schöne Bilder von Mercedes-Benz-Autos am Nordkap. Dafür macht der jeweilige Instagrammer Werbung für die Firma und zwar auf einer großen Reichweite für relativ wenig Geld. Also inwieweit lässt sich da die Community nicht ausnutzen von neuen sozusagen Marktführern? Und eben da direkt an dich die Frage, sind tatsächlich Reiseanbieter, Firmen auf dich zugekommen und haben gemeint, hey, mach doch mal auf deinem Blog da was? Ja, also solche Anfragen. Wie korrupt ist die Szene? Natürlich, solche Anfragen kommen ständig. Also sicher. Dann ist die Frage immer, es ist eine Abwägungssache, dann wie man das handhabt und wie man diese Transparenz dann wahrt. Also ich persönlich sehe kein Problem damit, dass wenn ein Unternehmen auf mich zukommt und sagt, ich möchte mit dir kooperieren, lass uns da was zusammen machen, weil du sprichst die Leute an. Und ich kann es in dem Stile umsetzen, wie ich die Leute normalerweise anspreche und das Ganze dann einfach transparent mache für meine User, sei es egal auf welchem Kanal, also ob das Facebook, Instagram oder der Blog direkt ist, dass ich sage, hey, ich arbeite gerade mit dem Unternehmen zusammen, das ist die Message dahinter, warum nicht? Wenn man es jetzt natürlich komplett verheimlicht, da muss man sich fragen, ob man sich nicht zwangsläufig selbst damit das eigene Geschäftsmodell absägt, weil die User irgendwann dahinter kommen, weil ich meine, wenn immer wieder Mercedes-Benz auftaucht, dann kann sich jeder denken, jo, kann nicht so freiwillig unbezahlt alles passieren und dann fühlt man sich verarscht und springt ab. Also ich denke, dass die Transparenz da einfach wichtig ist, die persönliche, dass man die wahrt und dann warum nicht? Ich denke auch, dass das kein Problem ist. Also wenn man das wirklich offen kommuniziert als Reiseblogger, dann verstehen das auch die Menschen, weil man muss ja damit sein Geld verdienen, wenn man davon leben möchte, wenn man sein Hobby zum Beruf macht und von daher vielleicht Neid, das könnte ein Thema sein, aber ansonsten denke ich, sehe ich da gar kein Problem. Also Sponsoring ist ja schon so ein Thema. Ich hatte es ja kurz mal angeschnitten mit den Hotels. Ja, ne? Ich meine, es gibt ja auch in der Branche bei uns hier Reiseführerautoren eine ganze Menge Leute, die machen sich da sehr leicht und die können dann halt von einem kostenlosen Hotel ins nächste gehen. Wir haben das nicht gemacht, weil wir halt auch vielleicht ähnlich wie du auch ein bisschen andere Ansprüche gehabt haben, schon früher. Aber die kommunizieren es ja nicht öffentlich. Bitte? Die kommunizieren es nicht öffentlich. Nein, überhaupt nicht. Nein, bloß nicht. Das ist das Wichtige, dass man es öffentlich macht. Also das wird ja nicht öffentlich gemacht. Da wird ja auch der Reiseführer selbst drunter leiden, wenn er hier nette Worte über diesen Laden da schreibt, weil man da auch kostenlos gewohnt hat. Nee. Aber ich denke, man muss da sehr aufpassen und man muss das auch abwägen, was man da macht und auf welche Kompromisse man sich einlässt. Aber so wie du das gesagt hast, finde ich das absolut legitim. Ich meine, ich könnte mir auch vorstellen, machen ja andere auch Reiseblogger, dass man da Werbung draufbringt und so, wenn man jetzt die richtige Werbung draufbringt. Ja, also die muss ja auch irgendwie dazu passen. Ja. Und ich weiß nicht, ob so ein Banner oben Mercedes-Benz das Richtige wäre für deinen Blog. Ne? Mercedes-Benz Outfit vielleicht oder was auch immer, genau. Du hast aber noch eine zweite Frage? Ja, die zweite Frage schließt da eigentlich direkt dran an und das ist die Frage, wenn man sich anschaut, wenn so in den letzten 10, 20 Jahren, wie sich eigentlich das Reisen entwickelt hat, dann ist man früher, jetzt mal ganz platt gesagt, ins Reisebüro gegangen und hat seine Reise gebucht. Inwieweit übernehmen wir heute sozusagen als Reisende diese Arbeit, die das Reisebüro für uns gemacht hat, inzwischen selber? Also inwieweit ist dieses Professionalisieren des Reisens, nicht die Berichterstattung darüber, sondern auch das Reisen selber, professionalisiert sich über das Internet und welche Rolle spielt da die Technologie?
Das ist, glaube ich, was für dich, Sebastian. Ja, das ist schon eine große Veränderung zu früher. Wie du schon sagtest, die Information wird ins Internet getragen und sie ist jederzeit abrufbar. Man hat zigtausend Millionen Meinungen zu einer Attraktion und muss sich nicht auf die subjektive Meinung einer anderen Person im Reisebüro verlassen, sondern kann halt auf die Meinung vieler Millionen Menschen zurückgreifen und die dann hoffentlich die gleiche Meinung haben wie man selbst, wenn man vor Ort war. Nichtsdestotrotz werden natürlich immer noch zwei Drittel der Pauschalreisen im Reisebüro gebucht und halt nicht im Internet, das darf man nicht vergessen. Aber das betrifft euch zum Beispiel gar nicht? Was genau? Eine Reisebürobuchung oder nee, gibt es, nee, betrifft uns, habt ihr gar nichts mit zu tun? Wir haben auf der Seite den sogenannten Reisefinder, wo Leute ihre Anfrage hinterlassen können, wenn sie es bei uns nicht gefunden haben. Und dort können tatsächlich auch Offline-Reisebüros kostenlos antworten. Also das bieten wir auch an. Was heißt, wenn zu spezielle oder spezifische Fragen kommen, genau, die euch irgendwie nicht tangieren, dann... Wir haben halt wirklich dieses Portal, dieses Tool geschaffen, damit Leute wirklich ihre individuelle Anfrage dort hinterlassen können, weil wir das von der Masse gar nicht bewältigen können. Ja. Wir haben halt 7 Millionen Besucher im Monat und wenn da jeder eine E-Mail schicken würde... Das ginge nicht. Aber was ist sozusagen das Kriterium, das auf diesen Pfad auszusondern? Also welche Art von Anfragen landen da? Da landet alles. Also da kann ja jeder reinstellen, was er möchte, weil wir gar nicht den Anspruch haben, jeden wirklich individuell zu beraten, weil das können wir gar nicht. Wir sprechen wirklich die Masse an, mit einem Blogpost in dem Fall oder halt mit unserer normalen Pauschalreisebuchung. Und von daher, wer da spezielle Wünsche hat, der möchte sich, muss sich beraten lassen. Und das können wir auch gar nicht. Der digitale Salon auf D-Radio Wissen und für euch die wahrscheinlich letzte Chance in dieser Runde, nochmal eine Frage zu stellen. Wenn das der Fall ist oder wenn ihr twittern wollt, geht das auch über den Hashtag Dicksal. Aber es hat sich im Moment hier noch niemand gemeldet. Ich schau mal rüber zu unserem Hashtag Verwalter Arthur. Der schüttelt auch den Kopf. Okay, alles klar. Dann machen wir hier einfach noch eine Runde weiter. Wir haben gesprochen über die Frage der Verantwortung, sozusagen der Aufgabe von Individualität, indem man natürlich in dem Moment, in dem man seine Erfahrungen teilt, im Grunde der Individualität eine Absage erteilt. Was passiert mit den Orten, wenn sie dann irgendwann mal so in sind? Also, ne, wie viel Einfluss habt ihr tatsächlich? Ich hatte das eben schon mal so angedeutet. Du hast gesagt, Stefan, es gab Orte oder Inseln, auf denen du Anfang der 70er Jahre warst, wo du sagst, heute, Mensch, das hat sich in eine Richtung entwickelt, ganz, ganz schlimm. Ich würde schon sagen, dass gerade in Südostasien, das kenne ich ja nun mal am besten, dass da viele Orte sind, die von ganz einfachen, man sagte damals Rucksacktouristen oder sowas, entdeckt worden sind. Jetzt erstmal in Anführungszeichen, müssen wir jetzt auch nicht weiter drüber reden. Und dass diese sich dann aufgrund der immer stärkeren Ströme von Rucksacktouristen dann zu richtig normalen Tourismuszentren entwickelt haben, gerade in Thailand. Thailand ist also in vielen Orten ist eine absolute Katastrophe, ja, wenn man sich das anguckt. Und wenn dann sowas noch ungeplant in einem Land passiert, was sehr korrupt ist, das heißt, der Tourismus kann, die Hotels können bauen, wie sie wollen und ob da nun Wasser da ist oder ob das Abwasser richtig geklärt wird, das spielt alles überhaupt keine Rolle. Es geht also nur ums Geld und da machen wir uns natürlich manchmal schon Vorwürfe, weil wir ja schon dann angefangen haben und haben gesagt, also da könnt ihr hinfahren und so, obwohl das manchmal schwer gemacht haben, die Anreise. Aber trotzdem ist da schon auch eine gewisse Schuldigkeit. Andererseits sage ich mir natürlich, die Insel Koh Samui wäre natürlich auch ohne den Lose genauso entdeckt worden. Und dann wäre das genau dasselbe passiert, was jetzt ist, eben die Katastrophe, Koh Phi Phi, noch viel schlimmer. Und ich meine, trotzdem sollten wir immer noch ein bisschen Verantwortung haben, was man da macht und wie man was schreibt und ob man es überhaupt schreibt. Aber mehr kann man auch nicht machen. Wenn Geld verdienen im Tourismus ist, viel Geld zu verdienen und viele Leute wollen halt viel Geld verdienen im Tourismus. Mariana, was würdest du nicht schreiben? Oh, was würde ich nicht schreiben? Tatsächlich, wenn ich das Gefühl hätte, dass der Ort es nicht bewältigen könnte. Mhm. Also ja, dann würde ich es nicht schreiben. Es gibt Länder, die ja, glaube ich, für immer so ein ewiger Geheimtipp bleiben würden oder sowas. Ich sage jetzt Bangladesch, ich war einen Monat da. Das ist ein Land, egal was ich darüber schreibe, wie viel ich darüber schreiben würde, es wird keiner hinfahren. Ja. Also es ist einfach so.
Ja, natürlich Vorurteile. Es ist wahnsinnig schwierig dort vor Ort, das muss man dazu sagen. Es hat bei weitem nicht die Infrastruktur, wie Indien sie hat. In Indien kann man sehr einfach reisen. Das Visa liegt ist ziemlich kompliziert auch noch. Hier. Mittlerweile geht es einfacher. Man kriegt ein Einreisevisum, aber es ist neu tatsächlich. Aber eben, da findet man auch unterschiedliche Quellen tatsächlich noch zu. Das heißt, wir mussten uns auch erstmal bei der Botschaft informieren, wie ist der aktuelle Stand. Und es sind Sachen da, das ist, wird für immer, ich sage tatsächlich, für sehr, sehr lange Zeit weiterhin unentdeckt bleiben. Da gibt es viele Länder, die, ich meine, gerade in Asien, auch Tadschikistan zum Beispiel. Ja. Ich meine, da fährt keiner hin. Und wenn man lohnt sich aber, sagst du, oder? Ja, ich finde schon. Dass, da ist dann wirklich Authentizität angebracht. Aber da muss man natürlich auch anders zeitmäßig kalkulieren. In 14 Tagen nach Tadschikistan weiß ich nicht. Und wenn dann irgend so ein Auto zusammenbricht, da gibt es keinen Ersatzteil, dann muss man halt eine Weile warten, bis da irgendwas kommt. Und das eine Weile warten kann, also unter Umständen 4 Tage oder 5 Tage dauern. Und es gibt auch noch andere Länder, Kirgisien oder sowas, die auch nicht touristisch irgendwie entdeckt werden in der nächsten Zeit, weil die Vorstellung von uns als Touristen ist halt die, wir brauchen Strand, wir brauchen Sand, wir brauchen Sonne und das ist in Tadschikistan natürlich nicht angesagt. Und wir wollen es ja teilweise nicht unnötig kompliziert haben. Es kann ja einfach sehr, sehr kompliziert werden vor Ort. Und sobald man das schon raushört, gibt es natürlich haufenweise Leute, die sich darauf nicht einlassen wollen und teilweise vielleicht auch gar nicht können, weil sie sagen, nein, es ist, da stoße ich an meine Grenzen. Dann würde ich gerne zum Schluss des heutigen Salons an euch jeweils eine Doppelfrage stellen. Nicht besonders überraschend wahrscheinlich, nämlich da, wo ihr als nächstes hinreisen werdet. Das eine beruflich, ihr macht Reisen alle auch aus beruflichen Gründen. Was wird euer nächstes berufliches Reiseziel sein? Und das zweite, wo fahrt ihr dann demnächst privat hin? Vielleicht nicht beruflich, wo dann auch gar nicht geblockt wird, wenn es sowas überhaupt noch gibt. Sebastian. Also ich reise leider beruflich gar nicht so viel, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ich reise höchstens vielleicht mal nach Lyon oder nach London, weil wir da Außenstellen haben. Also wird es nach Lyon oder London gehen wahrscheinlich. Und ansonsten privat wird es bei mir wahrscheinlich wieder Thailand werden, weil wir da sehr schöne Erfahrungen gemacht haben. Jetzt nicht unbedingt Koh Samui oder Koh Phi Phi oder sowas. Wir wollten nach Koh Lanta mal wieder, weil wir dort eben nicht diese Massentouristen tatsächlich entdeckt haben. Wir haben uns da sehr, sehr einsam gefühlt, was sehr schön war. Du fliehst vor deinen eigenen Kunden, heißt das. Ne? Die können ja auch dort vor Ort sein. Wir haben Koh Lanta tatsächlich auch schon mal empfohlen. Aber da ist halt auch nicht so einfach hinzukommen. Also schon einfacher als in anderen Ländern in Südostasien oder in ärmlichen Gegenden. Aber man muss halt schon Transfers in Kauf nehmen, die ein normaler Pauschaltourist vielleicht nicht machen würde. Ja. Er darf auch vor seinen eigenen Kunden fliehen, das ist ja Urlaub, ne? Da hatte ich ja nachgefragt. Aber noch schöner sind die kleinen Inseln vor Koh Lanta. Koh Kradan oder genau. Koh Muk und sowas. Das ist dann wirklich. Beim letzten Mal waren wir halt nur 10 Tage leider da und da hat man wieder keine Zeit, alles zu machen, was man gerne machen möchte. Halt. Ihr merkt schon, gleich werden hier die Bilder ausgepackt. so sieht es da aus. Und so. Wie sieht es bei dir aus, Stefan? Also ich plane jetzt wieder mal, ich reise jedes Jahr jetzt ungefähr 5-6 Monate im Stück. Beruflich? Nee, privat. Und den Rest mache ich dann hier so verschiedene Organisationssachen. Ich recherchiere auch nicht mehr. Ich hatte auch dargelegt, das sollten jetzt jüngere Leute machen und nicht mehr so alte wie ich. Und wir fliegen nach Istanbul und fahren dann an der Schwarzmeerküste lang nach Georgien, Armenien und Iran. Und haben dafür Zeit so bis November, Oktober, Ende Oktober. Und dann wollen wir noch nach Bangkok fliegen. Und über Land durch Burma nach Indien. Da ist die Landgrenze jetzt das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg offen. Zwischen Burma und Indien, man kann jetzt da über Land fahren und das muss ich unbedingt ausprobieren. Weil Landgrenzen ist für mich immer noch so eine ganz tolle Angelegenheit, wenn man wirklich von einem Land in das andere fährt und alles unterscheidet sich urplötzlich. Ne? Wenn man mit dem Flieger kommt, die Flughäfen sehen ja auch überall weltweit fast so ähnlich aus, ist was ganz anders. Also Weihnachten sind wir dann wieder da. Beruflich bin ich nächste Woche in Norwegen, Spitzbergen und dann privat ist noch nichts fest geplant, aber vielleicht irgendwie im späten Herbst so Sizilien oder so. Schön. Ja. Und wie buchst du das dann? Privat, wie ich das buche? Ich würde mir einen Flug buchen. Ich schaue dann auf den verschiedensten Portalen und vergleiche die Preise natürlich. Und dann werde ich mir ein Hotel suchen, schon zumindest für einen Ort für ein paar Tage. Ob es jetzt ein Hotel ist, Pension, Unterkunft, das kommt dann alles drauf an. Und dann mal schauen, wie lange wir uns da freinehmen würden, um zu gucken, was noch machbar wäre.
Herzlichen Dank. Herzlichen Dank an Mariana Hilmer, Sebastian Katz und Stefan Lohse für diese Runde. Kann ich dir noch gute Tipps geben? Ja, sehr schön. Das ist schön, oder? Ich war noch nie da. Mitwagen. World Wide Weg. Der digitale Salon war das auf D-Radio Wissen und den nächsten digitalen Salon, den gibt es hier am Ort. Aufzeichnung, Stream, live am 26.08., das ist der letzte Mittwoch im August. Dann geht es um den Titel Everyone is a Scientist und zwar die Frage von Bürgerforschung oder Civil Science. Also der Schwarm als Werkzeug des Fortschritts und der Forscherinnen und Forscher. Auch ein spannendes Thema. Das macht dann wieder die Katja, glaube ich, ne? Kollegin ist dann wieder zurück. Genau, aus dem Urlaub. Und ansonsten diese Sendung von heute, den digitalen Salon von heute, gibt es auf D-Radio Wissen zu hören am dritten Sonntag im Monat. Nächster Monat natürlich, das ist dann der 16.08. um 18 Uhr. Also wenn jetzt heute irgendwelche Informationen durchgerutscht sein sollten, wie nochmal die Inseln hießen, die hier von den Experten empfohlen wurden, kann man dann nachhören am 16.08. ab 18 Uhr auf D-Radio Wissen. Mein Name ist Armin Himmelrath. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank fürs Zuhören, Mitdiskutieren. Und jetzt gibt es noch Brezen, Rotwein und so weiter und so fort. Und Informationsmaterial in rauen Mengen und die Insider-Tipps bei den dreien natürlich auch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.